Liebe Zuschauer, willkommen zurück in ProTrain Perfekte 2 zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise und ich hatte euch ja versprochen, dass wir auch dieses Projekt natürlich fortsetzen. Und ja, wir wollen heute mit einem neuen Szenario hier in diesem Spiel beginnen. Denn ihr erinnert euch vielleicht, dass wir Meine Damen das und Herren, am alte Gleis Szenario nicht 2 fortsetzen können. wird für Sie bereitgestellt Regionalbahn nach Trier Hauptbahnhof. Ja, da hatten wir gerade die Information am Bahnsteig, dass unser Zug gerade bereitgestellt wurde. Also ProTrain Perfect 2, das letzte Szenario, wenn ihr im letzten Video nachschaut, das konnten wir ja leider nicht zu Ende spielen. Und deswegen beginnen wir heute ein neues Szenario. Und wir wollen natürlich unseren Zug automatisch aufrüsten lassen und schalten natürlich die SIFA mit ein. Und ja, realistische Einstellungen, das können wir alles machen. So, genau, das können wir alles machen. Können ohne Fahrdraht nicht fahren. Dieselfahrzeuge verbrauchen Benzin. Und das brauchen wir nicht. So, das Fahrzeug ist mittlerweile aufgerüstet. Wettereinstellungen belassen wir nochmal bei schönem Wetter. Wir könnten uns natürlich auch ein bisschen Regen oder sowas einstellen. Aber wir machen ja nach wie vor Streckenerkundung. So, damit ist unser Fahrzeug komplett aufgerüstet. Und wir schauen mal, wann wir abfahren müssen. Ja, diese plötzlichen Abweichungen, das liegt einfach an der Maus. Ich habe keine Ahnung, was PTP da genau für ein Problem hat, warum mich das manchmal mit der Maus irgendwo anders hin beamt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, wir sind immer noch unterwegs auf der Strecke zwischen Gerolstein und Trier und befinden uns heute am nördlichen Endpunkt der Strecke am Bahnhof von Gerolstein. Und übernehmen heute eine Regionalbahn von Gerolstein in Richtung Trier. Das letzte Mal sind wir ja in Trier gestartet und in mehreren Parts in Richtung Gerolstein gefahren mit der Baureihe 644. Und heute geht es mit dieser 628 genau in die umgekehrte Richtung. Warum? Wie ich schon erwähnt hatte, wir konnten ja das letzte Szenario aufgrund eines Szenariofehlers leider nicht beenden. Da sind wir vor St. Thomas hängen geblieben. Und heute wollen wir, naja, zumindest bis St. Thomas fahren, damit wir auch diese Eifelbahn hier komplett erkundet haben. So, und das ist ein, na, also schon, ihr seht, wir sollen 15:12 Uhr abfahren. Und ihr seht, das ist schon ein kleines Stück, was wir jetzt hier zurücklegen müssen bis St. Thomas. Sind genau, naja, so 22 Minuten Fahrzeit. Also, wir werden also auch dieses Szenario nicht zu Ende spielen, sondern einfach in diesem Szenario den Rest dieser Strecke erkunden. Ja, ProTrain Perfect 2. Wir schalten uns hier noch die PZB ein. Moment, PZB schalten wir. Ach ne, hier können wir den Streckenmonitor einschalten. Steuerung Alt 1. Und jetzt muss ich mal selber schauen, wie hier die Tastenkombination der. Jetzt haben wir die PZB eingeschalten. SIFA ist bereits eingeschalten. Der Zugführer gibt das Signal, dass wir abfahren können. Und da machen wir uns doch gleich auf den Weg. Wir lösen die Bremse. Ja, und ich werde den Spielern, die das Spiel vielleicht noch gar nicht kennen, denn es sind ja sehr, sehr viele neue Zuschauer hier dazugekommen, die eben ja, die PTP2 wahrscheinlich noch gar nicht oder gar nicht mehr kennen. Ja, ProTrain Perfect 2 ist ein Eisenbahnsimulator, welcher aus dem Jahre 2011 stammt. Das Ganze basiert auf der Trains Engine. Und gute Nachricht für alle PTP2-Fans: ProTrain Perfect 2 ist seit einiger Zeit wieder erhältlich, und zwar konnte sich das Unternehmen 3D-Zug aus Hamburg die Rechte an diesem Spiel sichern, und dort könnt ihr PTP2 ab sofort wieder für sehr, sehr wenig Geld erwerben. So, jetzt muss man ein bisschen aufpassen hier wegen der restriktiven Überwachung, denn hier können wir uns nämlich nicht aus dieser restriktiven Überwachung befreien, wenn wir das erste Mal losfahren. Das geht hier im PTP2 bei der PZB nicht. Ja, PZB können wir hier benutzen, genauso wie die SIFA und bei den schnellen Zügen auch die LZB. Also das Spiel ist technisch seiner Konkurrenz meilenweit voraus. Das war es damals schon, das ist es auch technisch meiner Meinung nach heute noch. So lassen sich beispielsweise auch eben Neigetechnikzüge ohne Probleme fahren. Ein kleiner Nachteil vielleicht, das Spiel kann am besten eigentlich nur mit der Maus gespielt werden. Und wir sehen auch so ein bisschen Abweichung jetzt hier in der Schrift. Das hängt wahrscheinlich mit den neuen Grafikkartentreibern hier oder was zusammen, dass das nicht mehr so gut lesbar ist wie vorher. Da muss ich einfach nochmal nachschauen. So,
Wir fahren jetzt also auf dieser eingleisigen Strecke von Gerolstein in Richtung Trier. Einmal durch die Eifel. Die Strecke gibt es ja, glaube ich, mittlerweile auch für den Train Simulator als DLC. Dort einfach mal im Internet danach suchen. So, hier in PDP 2 gehört diese Strecke zum Basisspiel von PDP 2. Das heißt also, sie ist halt schon mit drin, wenn ihr das Basisspiel kauft. Das Basisspiel gibt es auch bei 3D-Zug in zwei Versionen. Einmal der Gold-Edition und einmal der Deutschland-Edition. Kauft ihr euch die Deutschland-Edition, kostet glaube ich knapp 20 Euro. Dann habt ihr schon mal stolze 1700 Kilometer deutsche Strecke. Könnt dort über fünf verschiedene Streckenteile von Hamburg über Berlin und Leipzig bis nach München fahren. Kauft ihr euch... Ja, die Gold-Edition habt ihr nicht ganz so viel Strecke, da ist glaube ich noch ein Add-on dazu, aber eben auch schon fünf Strecken, die ja zum Basisspiel gehören. Ja, auf jeden Fall alles erhältlich bei 3D-Zug und dazu ein riesengroßer Fuhrpark. Der Fuhrpark ist allerdings, naja, ich sag mal nicht auf dem aktuellsten Stand, denn das Spiel, wie gesagt, wurde 2011 entwickelt und Add-ons wurden glaube ich bis 2013 entwickelt. Und ich glaube, das modernste Fahrzeug hier im Spiel, das ist die Baureihe, ich glaube, das ist die Baureihe 427 und 428. Das sind so die aktuellsten Fahrzeuge, die es hier für dieses Spiel gibt. Aktuellere Fahrzeuge wie Talent 2 und so weiter, die gibt es hier nicht mehr. Aber dafür gibt es hier auch sehr viel abwechslungsreiche Fahrzeuge. Nehmen wir doch mal das Beispiel hier, die Strecke Trier-Gerolstein. Die ist hier im Zeitraum 2008-2009 angesiedelt und da war ja der Zugverkehr auf dieser Strecke deutlich abwechslungsreicher. Zum Beispiel 628 als Regionalbahn, dann gibt es ja noch die 644, die man hier in verschiedenen Szenarien fahren kann. Und sogar die Baureihe 218 mit N-Wagen und einem Karlsruher Steuerwagen. So, mittlerweile ist der Verkehr ja so etwas einseitiger geworden auf der Strecke. Ich meine, das sind jetzt moderne Lind-Züge unterwegs, so wie ich das gelesen habe. Also ganz viel Abwechslung ist da jetzt aktuell nicht mehr geboten. So, jetzt müssen wir aber immer so ein bisschen weiter auf hier die Kilometrierung schauen. Und aber auch auf die PZB, denn PZB-technisch muss man ja bei der Strecke auch echt aufpassen, weil ja hier so niedrige Geschwindigkeiten... gefahren werden. Die höchste Geschwindigkeit ist hier auf dem Abschnitt zwischen Gerolstein und Erang 80. Alles andere niedriger. Also muss man, sofern mit PZB gefahren wird, was jetzt nicht unbedingt sein muss, das kann man optional machen. Ja, und sofern, ja, so, was haben wir hier? So, ja, auch Pfeiftafeln hat man hier verteilt. Oh, 0,6 schon. Ist das wirklich 0,6 oder ist das? Ja, 0,4. Wir müssen mal ein bisschen die Eisen gehen hier. Das schaffen wir wahrscheinlich schon nicht mehr. Arme Fahrgäste, ihr tut mir leid. Denn wir erreichen jetzt nämlich unseren ersten Haltepunkt und das ist Bürresborn. Ah ne, 2,2. Ihr seht mal, wie schlecht das auf einmal hier zu lesen ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Dass das hier so schlecht auf einmal ist. Das sah für mich wirklich gerade wie 0, noch was aus. Jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen Zeit verloren. Der Zug jetzt ja wieder auf Tempo kommt. Aber das hängt entweder jetzt hier am aktuellen Grafikkartentreiber oder an irgendwelchen Systemoptimierungen, die ich hier gemacht habe. Muss mal schauen, wie man diese Textmeldungen in diesen Streckenmonitoren ein bisschen heller bekommt. Also dunkle Farbe und dünne Schrift ist immer eine schwierige Kombi, empfinde ich zumindest so. Aber jetzt nicht weltbewegend schlimm. Und schaut euch auch mal so den Bauen Tiefe auf dieser Strecke an. Also das sind so... Halt Gerisbahn. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, und das sind so Sachen... Für mich ist das auch eine der schönsten PTP2-Strecken, die Strecke Gerolstein-Trier, weil hier auf viele Einzelheiten geachtet wird, auf viele Kleinigkeiten, so zum Beispiel eine Nebenstraße oder mal ein Feldweg neben den Gleisern, hier die ganze Ausgestaltung der Landschaft. Das macht alles einen echt hübschen Eindruck. Und ich bin wirklich froh, dass das Spiel mittlerweile wieder erhältlich ist. Also das Basisspiel, ich glaube die teuerste Version, die Deutschland-Edition, kostet knapp 20 Euro bei 3D-Zug. Und dann gibt es ja nochmal 17 Strecken-Add-ons, die man sich kaufen kann. Bei der Deutschland-Edition sind halt, glaube ich, 4 oder 5 schon mit drin.
Also gibt es immer noch 12 Strecken deutschlandweit, die man sich da kaufen kann. Zusätzlich einige Fahrzeug-Add-ons. Außerdem gibt es dann noch zahlreiche zusätzliche Aufgabenpakete, sind so eine Art Fahrplanmodus oder freies Spiel. Das gibt es hier in PTP 2 leider nicht, sondern man ist hier auf die Szenarien angewiesen. Ich glaube, ein freies Spiel gibt es insofern, dass an verschiedenen Startpunkten der Strecke Fahrzeuge platziert wurden und man diese dann einfach so frei bewegen kann. Dann muss man sich aber noch die Weichen und alles selber stellen. Das ist dann als ungeübter Spieler etwas schwierig. So, wir rollen ein in den Bahnhof von Bürresborn und bringen hier den Zug zum Stehen. So, mal gucken, ob wir hier wieder den Bahnsteig-Gefängnis-Bug erleben können. Also vielleicht, nee, das Mausproblem. Ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich das Mausproblem gefunden. Die Geschwindigkeit der Maus, die ich jetzt langsamer gestellt habe. Aber das ist es leider nicht. So, Zug bringen wir zum Stehen. Die Türen gehen automatisch auf. Und dann, ja, schaut, diese plötzlichen ändernden Winkel. Das, wie gesagt, das ist einfach ein Problem, dass es die Maus irgendwo in irgendeinen Winkel hinschmeißt. Ich weiß nicht, warum das so ist. So, wir können aber auch verschiedenste Kameraperspektiven hier anwählen. Was wir nicht machen können, ist zum Beispiel den Zug hier einfach an irgendwo vorbeifahren lassen. Das geht leider nicht. Das ist ein Spiel, das ist halt dafür gemacht, dass der Spieler im Führerstand sitzt. Ich glaube, bei den allerersten Strecken funktionierte das Ganze. So, nicht wundern, dass ich jetzt hier den Regler so voll aufdrehe. Das müssen wir aber machen, denn sonst wird unser Zug... Und das haben wir gerade. Jawohl, wir haben den Bahnsteig-Gefängnis-Bug. Jetzt hält er uns hier tatsächlich gefangen. Die Türen gehen dann wieder auf, wenn man nicht schnell genug hier wegrollt. Wird der Zug quasi hier vom Bahnsteig gefangen genommen. Die Türen gehen wieder auf und man verliert halt nochmal ein bisschen Zeit. In dem Fall hier 30 Sekunden. Nicht einmal mehr 30 Sekunden. Das ist halt bekannt als Bahnsteig-Gefängnis-Bug. Ist aber in aktuellen Trains-Versionen, soweit ich das wohl gelesen habe, mittlerweile nicht mehr vorhanden. So, jetzt aber. Denn ProTrain Perfect 2, das Ganze, das basiert ja auch auf Trains 2010. Und ProTrain Perfect 1, das ganze Spiel basierte ja damals sogar noch auf Trains 2004. Aber man musste dann irgendwann die Engine einfach wechseln, weil bei PTP 1 und eben dieser früheren Trains Engine das Problem war, dass diese Spiele mit nicht mit mehr als 4 GB Arbeitsspeicher umgehen konnten. Und Trains 2010 hatte damit keine Probleme mehr, Arbeitsspeicher zu nutzen. Und PTP 1 hatte halt das große Problem, dass die Performance richtig, richtig in die Knie gegangen ist. Das wurde halt mit PTP 2 verbessert. Dafür kamen aber dann wiederum andere Problemchen mit PTP 2, wie vereinzelt auf den älteren Strecken PZB-Bugs, die da aufgetreten sind. Und das war natürlich dann auch ein bisschen schade. So, nächster Halt ist dann Mohrelenbach. Und der kommt uns ein Zug entgegen, eine Einzeltraktion. So, wie schnell dürfen wir denn jetzt hier um 80, ne? Sausen wir mit 80. Lassen wir den Zug einfach mal rollen. Da können wir ruhig mal ein paar bisschen zu schnell rollen, aber zu schnell dürfen wir auch nicht rollen. Zu schnell dürfen wir jetzt leider auch nicht rollen, denn dann werden wir auch wegen Geschwindigkeitsüberhöhung zwangsgebremst. Und jetzt müssen wir hier aufpassen. Pfeiftafel. Also ich mache das einfach, weil man da eben entsprechend den Warnton abgeben muss. Aber man ist dazu auch nicht gezwungen, man kann die Dinger auch ignorieren. So, dann haben wir hier noch eine 70, die ist quittierpflichtig. Nebenbei 2,8 Kilometer noch bis zum nächsten Bahnhof. So, quittierpflichtig heißt auch hier Überwachungsgeschwindigkeit der PZB von 85 Stundenkilometer, was ja jetzt auf der Strecke wiederum überhaupt kein Problem darstellt. Dann quittieren wir das Ganze. So. Können eigentlich den Zug, naja, lass mal, dann wird er eben gleich auf die 70 runtergebremst jetzt hier, ohne dass wir uns noch mal extra kümmern müssen. 2 Kilometer noch bis Mohrelenbach. Also die Ausgestaltung hier, müssen wir mal gucken, dass ich euch das mal so ein bisschen außerhalb noch zeigen kann. Nächster Halt Mohrelenbach. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber es ist halt schwierig, wenn da die Maus immer so, also die Ausgestaltung selber
das Ganze hier von den Landschaften und so weiter. So. So, Murlenbach ist noch 1,6 Kilometer entfernt. Da rollen wir jetzt erstmal Geschwindigkeit. So, befreien uns aus der PCB. Das hat funktioniert. Und dann geht es halt weiter in Richtung Murlenbach, was dann der nächste halt sein soll. Im Übrigen gibt es natürlich am Ende jedes Szenarios ja auch eine Auswertung. Und dort werden PZB-Zwangsbremsungen mit, glaube ich, 100 Punkten Strafe gewertet, wenn man das hat. Also, wenn man so eine Zwangsbremsung unterwegs hat, kann man sich überlegen, fängt man neu an. Aber es gibt doch die Möglichkeit, hier Bonuspunkte zu bekommen. Das hat aber jeweils immer der Szenariobauer festgelegt, was weiß ich, Bonuspunkte, falls du mal zu spät ankommst an irgendwelchen unterwegs Bahnhöfen und so weiter. Also da hat man sich echt schon ein sehr schönes Spielkonzept ausgedacht. Minuspunkte ja, aber auf anderer Seite Bonuspunkte für besonders gute Leistungen. Habe ich so auch noch in keinem anderen Spiel erlebt. Und wie gesagt, die letzten Exemplare von PTP 2 dürften ja mittlerweile auch verkauft sein, aber das Spiel gibt es ja jetzt als Download-Version bei Entwickler 3D-Zug. 3D-Zug kennt der ein oder andere vielleicht auch von zahlreichen Aufgabenpaketen für den Train-Simulator und einige viele interessante Wagen- und Zugpakete. Also einfach mal dort vorbeischauen. Link zu 3D-Zug ist aktuell wieder erhältlich. So, wir halten an. Murlenbach. Was kommt denn da noch? Dann kommt noch das andere Dörfchen da, Denzborn, und danach kommt dann schon St. Thomas. So, sind wir überhaupt noch pünktlich? Nee, wir sind schon viel zu spät. Na super. Aber man kriegt auch Punkte, wenn man zu spät ist. Da gibt es halt nur die halbe Punktzahl. Und es wird auch positiv gewertet, wenn man die PZB nutzt. Schaut euch das nochmal an. Das ist auch ein sehr schöner Bau in die Tiefe. Da hinten haben wir auch einen Dom oder ein Schloss. Bitte verzeiht mir, wenn ich da jetzt mit den örtlichen Gegebenheiten da nicht so ganz auf Höhe der Zeit bin. So. Wir lösen die Bremse. Türen sind zu, das heißt, für uns kann es gleich weitergehen. So. So, also dann jetzt gleich auf die 80 hoch, würde ich mal sagen. Und der nächste Bahnhof ist jetzt, werden wir gleich sehen, wie weit der weg ist. 2,8 Kilometer, ist nicht ganz so weit weg wie der andere. Ja, wie gesagt, es gibt die Deutschland-Edition, kann ich jedem ans Herz legen, der für wenig Geld sehr viel Strecke und sehr viel Züge haben möchte. Und natürlich, PTP 2 ist natürlich grafisch, war es auch, glaube ich, nicht groß gewesen, ist natürlich grafisch. Bei weitem nicht so, kann da natürlich mit einem Train Simulator und mit einem Train Sim World 2 oder einem Sim Rail natürlich nicht mithalten. Aber was Bahntechnik angeht, hat das Spiel durchaus die Nase vorn. Wie gesagt, ich werde euch in den kommenden Videos hier dazu noch mal eine Strecke zeigen, wo wir Neigetechnik-Züge fahren können mit aktiver Neigetechnik und wo es wirklich zwei Geschwindigkeitsprofile gibt. Also eines für Neigetechnik und eines ohne. Und mit Neigetechnik, dann siehst du dann halt richtig, wie sich der Zug dann in die Kurven legt. Das ist doch eine tolle Sache. Ist halt manchmal so ein bisschen schade, wenn du ein Spiel hast, was technisch durchaus die Leistung hat, da vorne mitzuspielen, aber eben, ja, man sieht halt ganz deutlich, dass eben den Spielern dann doch die Grafik mit am wichtigsten ist, und das ist, ja, manchmal auch sehr schade bei gewissen Spielen, und das trifft jetzt hier nicht nur auf PTP 2 zu, das betrifft ja da auch diverse andere Spiele, also auch aus anderen Genres, wo du sagst, naja, technisch und vom Aufbau her super Spiel, aber uns gefällt die Grafik nicht. Nächster Halt Denzborn. Ausstieg in Fahrtrichtung und links. PTP 2, das, die ganzen DLCs und so weiter, das wurde ja ursprünglich von der Firma Wizard entwickelt. Und ich habe dort zeitweise selbst auch als Szenario-Creator selbst zeitweise an diversen Projekten mitgewirkt. Also bin jetzt hier nicht so ganz neutral. Natürlich, wenn man selber das Spiel zum Teil mitentwickelt hat und du siehst im Laden natürlich sogar die Boxen, wo du sagst, da weißt du, da hast du mitgearbeitet. Denn das Spiel ist ja früher
auch als Boxversion ursprünglich erschien. Selbst die Auftragsrakete gab es Boxversionen. Man findet sie vereinzelt noch in den Läden. So, jetzt müssen wir erstmal hier auf den Bahnhof anfahren. So, mal gucken, ob wir noch aus der Überwachung rausrutschen können. Nee, können wir nicht. Wir müssen davon, dass der Bahnsteig sein wird. Das heißt, wir fahren dann mit restriktiver Überwachung los. So, mein Triebwagen, das heißt, wir sollten schon am Bahnsteig hier anhalten, ne? Lieber Zug. Okay, ich hätte die Bremse nicht wieder lösen dürfen. Also, wir bringen unseren 628 hier zum Stehen, gehen jetzt in die Tür noch auf. Das ist ganz wichtig für die Auswertung. Nein, doch, die Mitteltür geht auf, ein Glück. Und die vordere, naja, steigen die Fahrgäste eben halt. Ja, und die hintere ist jetzt doch noch aufgegangen. So, also das mit der Maus nervt echt ein bisschen. Ich weiß nicht, was das Spiel mit digitalen Mäusen hier für Probleme hat. So, was ist das überhaupt, wo wir gewesen sind? Densborn. Dann geht es jetzt schon weiter in Richtung wahrscheinlich Tagesziel, würde ich sagen. St. Thomas muss das nächste sein. Das ist halt, wie gesagt, der nördliche Abschnitt, der uns jetzt hier noch fehlt. So, jetzt starten wir nämlich in der restriktiven Überwachung. Ich glaube, hier dürfen wir beim Anfahren jetzt nicht schneller als 35 km/h fahren. Das war im PTP 2, glaube ich, so. Zumindest nicht schneller als 40. So, dann befreien wir uns und dann können wir direkt auf die 60 Stundenkilometer beschleunigen. Dann sehen wir gleich, was der nächste Halt ist. Ein großes Problem bei PTP 2 ist natürlich, dass das bei dem Spiel, zumindest auf aktuellen Systemen, es passiert auch bei mir, gerade wenn ihr das installiert, natürlich sehr zu, manchmal so zu Installations, also ihr könnt das Spiel installieren, allerdings müsst ihr dann in der Regel eigentlich im Content Manager nochmal Hand anlegen, nochmal nach fehlerhaften Objekten suchen, diese auslagern, einlagern, damit das Spiel dann auch fehlerfrei läuft. Also da gibt es aktuell eben leider ein paar Problemchen. So, das, ach nee, das nächste ist, ist nochmal ein anderer Halt. Ich wollte eigentlich heute nur bis St. Thomas. Ich sehe es schon. Schießen da wieder weit aus Ziel hinaus heute, was die Aufnahmezeit angeht. Aber ist ja nicht so schlimm. Ihr habt euch ja eh ein bisschen längere Videos gewünscht. So, der nördliche Teil der Strecke fährt sich ja, ihr seht, fährt sich entspannt hier mit 80 Stundenkilometern. Ich weiß nicht, ob die Strecke mittlerweile ertüchtigt wurde, dass die Züge da schneller fahren können. Habe ich jetzt im Vorfeld nicht mehr recherchiert. Was ich aber weiß, dass wir uns im nächsten Video wahrscheinlich dann auf der Strecke Dresden-Nürnberg wiedersehen werden. Das kann ich euch schon mal verraten. Meine persönliche Lieblingsstrecke in PTP 2. So, können wir nächster Halt Usch, Zentscheid. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Usch, Zentscheid. So, da müssen wir uns ein bisschen auf das Bremsen hier vorbereiten. Wo jetzt hier? Ah, kleiner Haltepunkt an der Straße. Schon mal perfekter Übergang vom Bus zum Zug. Und das hat man ja wirklich viel in solchen. Das ist die Eifel, ist ja eine ganz bekannte, ein ganz bekanntes Wandergebirge. Da hat man solche Haltepunkte, wo das erst, wo du erst denkst, ja, das ist ja irgendwo und nirgendwo, aber ist es ja gar nicht. So, St. Thomas ist dann das nächste. Wir müssten jetzt eigentlich bald schon in St. Thomas sein, also hören wir wieder einen sehr, sehr straffen Fahrplan, den wir einhalten müssen. So. So, und wir können schon wieder losfahren. Und dann können wir uns eigentlich schon direkt auf den Weg machen. Mal gucken, ob wir
Ja, nee, es sieht so aus, als ob wir hier gut vom Fleck kommen, wenn wir jetzt nicht wieder runtergebremst werden. Das habe ich eigentlich auf dem neuen System nicht mehr erlebt, eher, dass wir gleich angehalten werden. Aber bei älteren Systemen kam das dann vor, da warst du schon bei 30 und da hat es dich auch wieder runtergebremst. So, also nächster Halt St. Thomas, das ist dann auch unser Ziel für heute. Und damit haben wir dann die komplette Strecke erkundet. So, da haben wir es sogar einen Überlandbus überholt. Ja, und hier auf der Eifelbahn, das ist eine wichtige, eine eingleisige, aber auch wichtige Hauptstrecke. Denn es gibt auch die Möglichkeit, hier mit dem Zug, auch mit der Regionalbahn, bis nach Köln durchzufahren. Also die viele Umläufe führen von Trier nach Gerolstein. Gerolstein natürlich auch so bekannt durch ein gewisses Getränk. Und wir passieren unterwegs auch Bitburg. Auch die Stadt ist bekannt für ein ganz bestimmtes Getränk. Ja, und unterwegs, wie gesagt, wie weit ist das? 8 Kilometer müssen wir... Das kann doch mal... Nee, oder ist das ein Schreib? Ist denn das wirklich 8 Kilometer? Wer hat dann diese engen Fahrpläne hier gestaltet? Ich weiß sogar, wer die Fahrpläne gestaltet hat. Ja. Selbst mit vollen 4 Minuten wäre das, glaube ich, nicht zu schaffen gewesen. So. Aber für mich persönlich ist rein technisch gesehen von dem, was das Spiel kann, nach wie vor Pro Train Perfect 2 der beste Eisenbahnsimulator. Weil allein was du hier an Szenarien, was du hier machen kannst, du kannst hier dynamische Szenarien bauen, dass der Spieler wirklich unterwegs überrascht wird. Das geht ja mit den aktuellen Simulatoren gar nicht. Also beim Train Simulator kannst du da so ein bisschen was machen, da kannst du ja viel skripten. Aber im PTP 2 fand ich das auch beim Szenariobau wesentlich logischer aufgebaut. Ach nur, ich sehe doch, ich habe falsch geschaut. 1,9 Kilometer sind es noch. Naja, dann schauen wir mal, dass wir auch da ankommen. Und dort werden wir dann auch das Szenario ja, beenden. Da kann ich vielleicht den neuen Zuschauern von euch nochmal die Strecken des Basisspiels zeigen. Und wir sind im Prinzip letztens vor St. Thomas hängen geblieben mit unserem Talent. Thomas. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber es mir ja sehr oft passiert, dass ich hier viel Verspätung hatte. Ja, seht ihr, viele Sachen, wo wir eben einen Pfeifton abgeben müssen. Und da drüben wartet auch schon der Gegenzug. Ein Güterzug, der uns sogar entgegenkommt, hat man sicherlich auch auf der Strecke selten. Und dann erreichen wir den Bahnhof St. Thomas. Unser Tagesziel für heute, wo wir doch fast noch am Bahnsteig vorbeifahren. So. Gut. Ja, liebe Zuschauer, und damit haben wir nun auch die Ruhrtalbahn, ach Quatsch, die, nicht die Ruhrtalbahn, sondern die Eifelbahn, also die Strecke Gerolstein-Trier, vollständig erkundet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, aber ich möchte, bevor wir das Video beenden, wir brechen jetzt mal das Szenario hier ab an der Stelle. Die Strecke ist komplett von unserer Seite erkundet. Es gibt ja auch noch keine Errungenschaften. Ich möchte aber euch allen, die jetzt hier neu auf dem Kanal dazugekommen sind, nochmal die dazugekommenen Strecken, die hier zu PTP 2 gehören. Das ist nur das Basisspiel. Da haben wir einmal die Strecke Dresden-Plauen und die Strecke Dresden-Reichenbach. Das zusammen ist das Projekt Dresden-Nürnberg halt auf zwei Teile aufgeteilt. Gerolstein-Trier, wo wir gerade waren. S-Bahn Leipzig. Bitte nicht falsch verstehen, das ist das alte Leipziger S-Bahn-Netz, was damals ausschließlich die Stadt Leipzig und dessen Vororte angebunden hat. Also die alten S-Bahn-Linien Leipzig-Wurzen, Leipzig-Bö, Leipzig-Burna und Leipzig-Miltitzer Allee. Und Herz des alten S-Bahn-Netzes, das war der Leipziger Hauptbahnhof. Hat nichts mit dem aktuellen Citytunnel zu tun.
Die Strecke Nürnberg-München inklusive der neuen Strecke Nürnberg-Ingolstadt. Dann die Strecke Stuttgart-München. Und das ist auch noch der bisherige Streckenverlauf von Stuttgart bis Ulm über die Geislinger Steige und dann über Augsburg nach München. Ihr seht viele 100 Kilometer. Und wie gesagt, das reine Basisspiel gibt es so gar nicht mehr. Da gibt es halt nur die Gold-Edition. Da ist dann noch Nürnberg-Saalfeld dabei und dann die Deutschland-Edition. Da ist Nürnberg-Saalfeld, Saalfeld-Leipzig, Leipzig-Berlin und Berlin-Hamburg dabei. Sowie nochmal zusätzliche Aufgabenpakete. Und natürlich gehören zu jeder Strecke auch passende Fahrzeuge, beziehungsweise das Basisspiel hat ja schon einen großen Pool an passenden Fahrzeugen und jede neue Strecke liefert nochmal ein paar Fahrzeuge mit. Ja, und damit möchte ich mich heute bei euch verabschieden und ja, freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix, der Weise.